Herzlich willkommen zusammen. Da sehe ich sehr, sehr viele Fragen. Wie kann ich denn jetzt schon den LS22 runterladen? Ihr geht hier oben auf den Giants eShop und das Ganze funktioniert nur, wenn ihr das Ganze über Giants bezogen habt. Wenn ihr das Ganze über Steam gekauft habt oder irgendwie eine DVD-Version gekauft habt, dann geht es natürlich nicht. Steam-Versionen werden Montag früh ab 9 Uhr freigeschalten. Alle, die direkt über das Giants Download Portal hier drauf zugreifen können, weil sie es hierüber gekauft haben oder halt eine Giants Version gekauft haben, die können direkt Montag früh ab 0 Uhr losspielen. So, wie kommt ihr an den Download? Ihr gebt hier euren Produktkey ein und sagt Download. Und dann wird das Ganze für euch freigeschalten. Ihr könnt hier oben einmal den Class Xerion Settle Track Pack herunterladen. Und dann für die Plattform, die ihr braucht, Windows 8 oder 10, Windows 7 beziehungsweise für Mac. Einfach auf den Download klicken, sind 12,5 GB, je nachdem was ihr für eine Internetleitung habt, geht es dann schneller oder langsamer. Ihr könnt dann ganz einfach die Datei, die ihr runtergeladen habt, öffnen, könnt das Ganze installieren. Nur starten könnt ihr es noch nicht. Wenn ihr es starten wollt, dann ich kann es eigentlich kurz ausprobieren und euch das zeigen. Dann kommt nämlich folgendes Fenster. Ja, müsst ihr euren Produktkey wieder eingeben. Wenn ihr das Ganze tut, dann klickt ihr auf Aktivieren. Dann kommt aber eine Meldung, dass das Ganze erst am 22.11. freigeschalten wird. So lange müsst ihr euch gedulden. Alle, die aktuell schon spielen, sind Partner von Giants. Ja, die haben einen Key bekommen, der jetzt schon freigeschalten ist. Ich bin leider auch kein Partner. Ich kann auch noch nicht spielen. Ich muss genauso wie auch warten. Nur für die vielen Fragen, die reingekommen sind, damit diese Unklarheit auch beseitigt ist. Ja, nutzt das Ganze. Dann, ja, habt ihr das Ganze schon runtergeladen und habt nicht irgendwie ein Problem, wenn dann am Montag früh ein riesen Ansturm auf die Server gibt und ja, einfach die Bandbreite des Servers nicht mehr ausreicht. Gut, falls ihr Lust habt auf meine Projekte, ich werde einige Projekte umsetzen, bis zum nächsten LS, der dann irgendwann in 2-3 Jahren kommt, werde ich LS22 zocken und nach Möglichkeit Daily hochladen. Dürft gerne schon mal vorab ein Abo dalassen. Ganz grob, was ich vorhabe, am Anfang werde ich natürlich erstmal zum Kennenlernen so ein bisschen die Standard-Maps zocken. Und dann später habe ich coole Multiplayer-Projekte, Challenges und auch Mod-Maps, alles Mögliche geplant. Ich habe in einem alten LS19-Video schon ein bisschen drüber gequatscht. Das kommt für euch aber erst morgen oder Sonntag raus. Genau. Schaut euch das an, wenn es euch näher interessiert, und dann würde ich sagen, bis bald, euer Iltis. Ciao, ciao.